This is Pearl TV. So, mit ein paar brandaktuellen Nachrichten melden wir uns jetzt wieder zurück aus unserem Studio hier in Dassel, denn es ist ein absoluter Top-Artikel wieder bei uns ins Lager gekommen und ich möchte mich an dieser Stelle gerne für Ihre Engelsgeduld bedanken. Es geht um einen Artikel, der etwas mit Ihren Heizkosten zu tun hat. Ein Artikel, wo Sie allen voran Heizkosten sparen können. Experten sprechen von einer Ersparnis von ungefähr 30%. Wenn Sie den Artikel vernünftig einsetzen. Wie vernünftig ein solcher Artikel eingesetzt werden kann und wie viel Geld Sie tatsächlich damit sparen, können wir uns jetzt Ralf mal verraten. Programmierbare Heizkörperthermostate sind wirklich das Nonplusultra in diesem Winter. Ja, und Sie haben mit Sicherheit schon von Experten oder Expertensendungen gesehen oder auch in der Zeitung davon gelesen, wie effektiv solche programmierbaren Thermostate sind. Unter anderem Computerbild und Ähnliches haben da Riesenartikel gemacht. Da sehen wir mal einen. Smarte Thermostate sparen hunderte Euro im Jahr. Und da muss man auch sagen, je höher die Spritkosten, also hier in dem Fall Heizöl oder Gaskosten, noch steigen, desto mehr spart man. Warum? Ganz einfach, weil Sie mit einem solchen Thermostat im Gegensatz zu so einem die Möglichkeit haben, Ihre Lebensumstände anzupassen, beziehungsweise die Heizung ihren Umständen anzupassen, weil das beste Beispiel ist immer das Badezimmer. Das ganz weit vorne. Und ich habe mich vor Wochen schon mit Monika darüber unterhalten. Monika, du hast mittlerweile programmierbare Thermostate. Jetzt müssen wir sagen, du hattest dein Bad geheizt du hattest von morgens bis abends durchgeheizt. Ja, eigentlich den ganzen Tag, immer die ganze Woche, den ganzen Monat. Wann nutzt du dein Bad? Morgens so eine Stunde, so zwischen 8 und 9 und dann abends zwischen 10 und 11 nochmal. Also ich habe für nichts geheizt. Also 13 Stunden zwischendrin, volle Pulle geheizt, ohne das Zimmer zu nutzen. Und das ist etwas, was man eben mit solchen programmierbaren Thermostaten ausgleichen kann. Man kann das Montag bis Sonntag einzeln einstellen, jeden einzelnen Tag nach ihrem Lebensrhythmus. Und jetzt gehe ich mal von mir aus. Ich bin bis ungefähr 10 Uhr morgens zu Hause und komme dann erst wieder um 21.30 Uhr nach Hause. Das heißt, zwischen 10 und, ich sage jetzt mal, 19.30 Uhr brauche ich keine Heizung. Das heißt, bei mir ist eine Absenkung auf 16 Grad eingestellt. Und erst kurz bevor ich komme, eine Stunde vorher, geht es bei mir wieder hoch. Das ist mit solchen Thermostaten nicht möglich. Ja, ganz einfach, weil Sie die nicht programmieren können. Die hier, die gehören einfach der Geschichte an. Und die sollten Sie noch welche haben, jetzt austauschen. Und warum jetzt? Ganz einfach, weil unsere Thermostate endlich wieder lieferbar sind. Und Sie sehen auch, das ist relativ einfach. Normalerweise, gucken wir mal, braucht man vielleicht eine kleine Zange. Hier, das ist übrigens bei jedem Heizkörper das Gleiche. Hier hinten ist diese kleine, Sie sehen, diese Schraube hier, dieses Gewinde. Und Sie sehen, es kann auch kein Wasser fließen, weil das ist... Hast du keine Angst, dass irgendwie Wasser rausläuft? Nein, überhaupt nicht, weil da kann nichts passieren. Das ist auch im vollen Heizbetrieb möglich. Das Einzige, was Sie jetzt machen müssen, ist Stift auf Stift setzen und drauf. Und das geht auch unglaublich einfach. Ja, ein bisschen dagegen drücken. Und Sie sehen, ich mache das jetzt sogar fast werkzeuglos. Ich muss nur richtig rumdrehen. Und so einfach kann das auch bei Ihnen sein. Und einmal angesetzt dann, na, jetzt sehen Sie, ich bin wieder im Live-Modus. Jetzt bin ich, ich habe es aber gleich. Dann sehen Sie, ist es ganz einfach zu tun, zu machen. Ja? Und ab diesem Moment können Sie programmieren. Und zwar von Ihrem Handy aus. Ich möchte Ihnen das auch gleich nochmal zeigen. Man muss dann also nicht auf den Knien vom Heizkörper rumrutschen, sondern man kann wirklich das vom Handy aus machen, in Bluetooth-Reichweite. Und das ist ein Kinderspiel für jedermann. Ich bin begeistert davon und Sie werden es auch sein, weil Sie dann wissen, Sie können wirklich alles einzeln einstellen. Und das ist für mich herausragend. Jedes Zimmer einzeln einstellen. Wir haben das jetzt auch einzeln. Wir haben es nachher im 3er und im 6er Set. Aber Carsten, wir wissen das auch. Du hast auch einen Sohn. Und Kinderzimmer ist so eine Sache. Warum soll ich das von morgens um 7 bis um 1 heizen? Die sind doch sowieso in der Schule. Da sind sie in der Schule, genau. Ja, ganz genau. Und da reichen auch mal Temperaturen, finde ich, von muss ja nicht unbedingt gleich 20 Grad sein, also auf 14, 15 Grad mal absenken, ähnlich wie du es zu Hause auch gemacht hast. Man sagt ja grundsätzlich, dass also das Absenken von 1 Grad Celsius der Raumtemperatur ungefähr 6% der Heizkosten einsparen kann. Sie werden in den letzten Wochen mit Sicherheit auch hier und da mal diese Diskussion verfolgt haben. Ich sag mal, von den gestiegenen Heizpreisen sind wir alle betroffen, egal ob Gas, Öl oder auch Pellets und wie die Heizungsarten alle heißen. Und da rechnet man ja permanent hin und her. Es gibt also sogar schon diese Auflistung und was die Stufe 1 auf einem klassischen Thermostat an Temperatur bedeuten würde, Stufe 2, Stufe 3.
Aber bei den klassischen Thermostaten mit dieser Skalierung von 1 bis 5 gab es für mich eigentlich in den letzten Jahren immer nur eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten, entweder zu warm oder zu kalt. Ja, ja, und du hast normalerweise aus Bequemlichkeit, ich sag mal, ich gehe jetzt von mir aus, ich habe es so auf 3 eingestellt, ja. Dann hast du eine Grundwärme überall. Aber ich gehe jetzt mal von Zimmer zu Zimmer. Warum sollte ich im Schlafzimmer den ganzen Tag hochheizen auf? Okay. Mein Schlafzimmer hat mal ein bisschen niedriger, 19, 20 Grad, wenn ich doch sowieso erst nachts wieder dort bin und morgens das Zimmer verlasse. Also so hat jedes Zimmer eine eigene Dynamik. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal mit der App. Das ist die kostenlose App, die Sie dazu bekommen, mit jedem Handysystem zu schalten. Und jetzt kann ich natürlich hier am Heizkörper die Temperatur manuell verstellen, aber ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, indem ich im Heizkörper drehe, dass Sie sehen, es reagiert sofort auf 14 Grad oder ich sage jetzt mal, jetzt möchte ich es wärmer. Sie sehen, so geht das. Aber das Manuelle ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist hier und zwar, da sehen Sie Pläne und zwar 5 Stufen pro Tag, die Sie einstellen können. Also gehe ich jetzt mal von mir aus, morgens von 6 bis 10 möchte ich es warm, ab 10 geht es runter auf 17 Grad, abends um 21 Uhr, sagen wir um 20 Uhr geht es wieder hoch, wenn ich 21.30 Uhr nach Hause komme, dann möchte ich die Wärme, mehr brauche ich nicht tun. Hier, selbe Monika im Bad. Und viele Experten sagen, das ist eigentlich die effektivste Art, Geld zu sparen. Jetzt habe ich auch schon irgendwo gelesen, das habt ihr mit Sicherheit auch, ziehen Sie sich zu Hause eine warme Jacke an. Ach, das ist doch 19 Grad. Das ich möchte bei mir auf dem Sofa, wenn ich Fernsehen schaue oder was anderes, sondern Buch lese oder Musik höre, möchte ich keine Jacke anhaben. Ich möchte auch mal in Boxershorts und T-Shirt auf dem Sofa rumlümmeln. Und das möchten Sie auch. Und ich denke, hiermit ist es wesentlich effektiver. Einmal investiert, knapp 33 Euro pro Thermostat. Wir haben nachher noch Sparpacks, Dreier- und Sechser-Set. Und ab diesem Moment wissen Sie, dass wirklich nur geheizt wird, wenn Sie das brauchen. Wichtig ist für Sie immer zu wissen, Sie können, egal wie Sie programmiert haben, jederzeit manuell eingreifen. Also wenn man mal früher heimkommt und sagt, oh, jetzt ist aber 17 Grad, noch 2 Stunden. Nein, dann gehen Sie einfach an den Heizkörper, wie Sie es bisher auch gemacht haben, und drehen manuell die Temperatur hoch. Oder Sie nehmen Ihr Handy und machen das hier wieder manuell, jederzeit eingreifbar. Also hier ist nichts fixiert, wenn ich jetzt sage, oh, hier, das ist meine Programmierung, ich kann nichts mehr verändern. Nein, jederzeit können Sie eingreifen. Also frieren tun Sie nicht. Aber sie heizen auch nicht umsonst. Also wirklich, wenn man hier mal drüber nachdenkt, in der Zeit, wo man heizt, wenn man nicht zu Hause ist, auf 20, 21, 22 Grad, wirft man bares Geld zum Fenster raus. Und bei den Preisen und bei der Preisentwicklung wird das tagtäglich mehr Geld, was wir rauspusten. Und viele haben Angst vor der Nebenkostenabrechnung oder haben jetzt gerade auch Briefe bekommen von Energieanbietern, egal ob das Gas, Heizöl oder Strom ist, mit erheblichen Preiserhöhungen. Ist bei mir schon 4 Wochen her. Ist eigentlich überall ein Thema. Ja. Und deshalb heißt es, entgegenzuwirken. Und zwar jetzt nicht mit Frieren und sagen, oh, ich ziehe eine dicke Jacke an, sondern mit, und das sage ich jetzt extra so, mit intelligentem Heizen. Und intelligentes Heizen geht nur mit programmierbaren Thermostaten. Und das sollten Sie machen, dann mit der Familie am Esstisch sitzen, jedes Zimmer durchsprechen, wann nutzen wir das Zimmer, wann nutzen wir es nicht. Wichtig, wichtig ist für Sie, dass Sie sich absprechen und vor allem ist wichtig, dass man hier nicht auf den Knien rumrutschen muss. Sie machen das in Bluetooth-Reichweite ganz einfach von Ihrem Handy aus, Zimmer für Zimmer, einmal programmiert und dann ist das erledigt und dann fängt das Sparen an. Ja, haben wir hier als einzelnes Modell natürlich, ganz klar. Ich sag mal, wir werden auch gleich Dreier- und Sechser-Sparsets für Sie bereithalten, aber mitunter haben Sie vielleicht 4 Heizkörper oder Sie haben 7 oder 8 Heizkörper oder vielleicht möchten Sie auch ganz einfach mal testen, wie Sie mit so einem programmierbaren Heizkörper-Thermostat zurechtkommen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie ein weiteres Mal anrufen und sich danach dann das Dreier- oder das Sechser-Set bestellen. Aber probieren Sie es doch ganz einfach mal aus. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt günstig, denn ab heute sind die guten Stücke auch wieder lieferbar. Für 33,24 das Einzelne mit der ZX5276 und die 569. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie nicht nur einen Raum von der Heizleistung her programmieren möchten, sondern vielleicht auch 3 verschiedene oder Sie haben mehrere Heizkörper im Haus. Da macht es natürlich Sinn, auch gleich mal zu einem Dreier- oder einem Sechser-Set zu greifen. Das Dreier-Set blenden wir Ihnen gerade hier bei uns in der Grafik ein. Ralf, eine Frage bleibt aber logischerweise noch offen. Wie sieht es aus mit Frosterkennung, Fenster auf und so weiter? Ja, also wenn du Fenster aufmachst, das merkt, moderne Thermostate merken das übrigens alle, die merken das. Und das heißt, die fahren da nicht hoch bis zum Endlich, sondern sie gehen runter. Wichtig ist für Sie jetzt noch, dass Sie beim Dreier- und beim Sechser-Set im Vergleich zum
Einzelpreis bares Geld sparen. 33,30 Euro wäre das Einzelset mal 3 sind 100 Euro. Ja, hier sparen Sie einfach noch mal 5 Euro, ja, wenn Sie sich gleich für das Dreier-Set entscheiden. Und dann spart man doppelt. Sobald man sie installiert hat, spart man. Und schon beim Einkauf sparen Sie bares Geld. Rechnen Sie das mal quer. Experten sagen so, Pi mal Daumen, 30% der Heizkosten werden damit eingespart. Und das ist nur wirklich jede Menge Geld. Insofern sind die paar hundert Euro im Jahr definitiv nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus realistisch. Und das tut man natürlich nicht nur in diesem Winter, auch die nächsten Winter werden definitiv wieder so sein, dass Sie heizen möchten. Auch da werden Sie Ihre programmierbaren Heizkörperthermostate sehr zu schätzen wissen. Das Dreier-Set für knapp 95 Euro, auch die ab Lager lieferbar mit der ZX5278 und die 569. Vielleicht haben Sie auch mehr Heizkörper zu Hause, die Sie programmieren möchten. Deswegen haben wir das praktische 6er-Set für Sie im Programm. Wie sieht es denn mit der Optik aus? Mir gefallen die deutlich besser als diese schäbigen Thermostate von früher. Ist gut, dass du das angesprochen hast. Ja. Also, ich mache mal einfach mal den Vergleich. Ich glaube, sowas kennen Sie alle. So oder in ähnlicher Form haben Sie es vielleicht noch zu Hause. So kann es neu aussehen. Und wichtig ist auch, dass Sie das in Mietwohnungen machen können. Ja. Dann aber diese Thermostate nicht wegschmeißen, sondern irgendwo aufbewahren. Und sollten Sie mal wieder umziehen, nehmen Sie Ihre Thermostate einfach mit. Hier haben wir jetzt das 6er-Set eingeblendet. Da sparen Sie nochmal im Vergleich zum Einzelpreis, nämlich fast genau 10 Euro. Und das ist natürlich auch ein Sparpack. Also schauen, brauchen Sie 3, brauchen Sie 6, brauchen Sie 7. Jetzt haben wir noch was ganz Besonderes, und zwar unser Dreier-Set in Kombination mit diesem kleinen Kasten. Das nennt sich ein WLAN-Gateway. Und damit haben Sie jetzt Zugriff auf Ihre Thermostate, nicht nur in Bluetooth-Reichweite, sondern von überall auf der Welt. Ja, das einfach in eine Steckdose verbunden, das geht ganz einfach per Bluetooth mit Ihren Thermostaten. Hier haben wir eine Reichweite Bluetooth 45 Meter. Das heißt also, eigentlich alles, was im Haus, in der Wohnung befindlich ist, wird damit verbunden. Und auf dieses Gateway haben Sie Zugriff mit Ihrem Handy von überall. Ein Beispiel mal. Du bist in der Firma, und du hast eigentlich erst um 20 Uhr Feierabend. Und dementsprechend hast du deinen Heizkörper eingestellt und jetzt hast du aber 3 Stunden früher Schluss. Und dann denkst du, wenn ich jetzt heimkomme, ist die Bude kalt. Dann nimmst du kurz dein Handy und programmierst das schnell um, sagst, ich bin früher zu Hause, fahr doch schon mal hoch. Oder einfach mal von unterwegs auch hier die Thermostate, die Raumtemperatur überprüfen. Auch das geht und gegebenenfalls einstellen. Jetzt angenommen, du kommst mal überraschend über Nacht nicht nach Hause. Du bist irgendwo bei einem Freund, trinkst vielleicht ein Schlückchen zu viel, dann brauchst du ja keine Heizung zu Hause. Dann nimmst du kurz noch dein Handy, fährst das wieder runter auf 17 Grad, nie auf 0 bitte, nur ein bisschen absenken, weil das Hochfahren von unten bis hoch würde mehr Energie brauchen, als das konstant eine niedrige Temperatur halten. Und dann hast du jetzt eben die Möglichkeit, da jederzeit einzugreifen. Das Dreier-Set inklusive diesem Gateway, was übrigens auch ohne Heizungsinstallateur alles selbst zu installieren ist, für 123,49 Euro, das ist schon ein Preisknaller, weil ich mir sicher bin, dass man dieses Geld in wenigen Wochen, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie weit die Preise noch steigen, wieder reingeholt hat durch die Energie, die man dann spart. Ja, definitiv. Und egal, ob wir jetzt hier von klassischen Preisen sprechen, wie gesagt, ich habe meine Erhöhung also auch schon bekommen von einer Gaspreisbremse oder von sonst irgendwas. Ich sage mal, klasse, dass Sie mir eine Gaspreisbremse reingeben. Was machst du mit deinem Öltank, Ralf? Ölpreisbremse. Ja. Also das ist von mir aus also auch ein Fass ohne Boden. Wenn Sie das ganz einfach mal ein Stück weit managen möchten, wenn Sie Ihre Managementzentrale quasi mit einem Gerät, was Sie sowieso in der Hand haben, mit Ihrem Handy dann doch wesentlich besser steuern können, glaube ich, dann haben Sie alles richtig gemacht. Das Dreier-Set inklusive der Verbindung zum Internet liegt bei uns bei knapp 124 Euro, 123,49 Euro, um genau zu sein, mit der ZX5280 und der 569, 3 Thermostate plus der sogenannte Gateway, also der Internetzugang für Ihre Gerätschaften, liefern wir Ihnen nach Hause und auch die eben, und das freut mich sehr, dass ich das sagen kann an dieser Stelle, ab Lager lieferbar. Das gleiche gibt es natürlich auch als praktisches 6er-Set. Denken Sie auch da bitte dran, dass Sie wahrscheinlich nicht nur 3 Heizkörper zu Hause haben werden. Alleine Wohnraum, Schlafzimmer und Küche sind schon 3. Dann haben Sie noch ein Badezimmer, ein Kinderzimmer, einen Aufenthaltsraum oder einen Hauswirtschaftsraum. Auch die kann man natürlich hervorragend mit solchen Thermostaten bestücken. Richtig, also
jetzt im Moment noch eingeblendet ist das Dreier-Set inklusive diesem WLAN-Gateway. Gleich haben wir noch ein Sechser-Set. Und es macht wirklich ganz, ganz viel Sinn, das zu jeder Zeit zu installieren. Einfach zu sagen, jetzt ist der Moment, jetzt ist Ende, ich zahle diese Kosten nicht mehr, aber ich möchte nicht auf Gemütlichkeit, auf Wohnlichkeit verzichten. Ja. Und dann ist sowas wirklich das einzig Mögliche, weil Sie damit jeden einzelnen Heizkörper auf Ihre Lebensumstände anpassen können. Arbeitszimmer zum Beispiel wird ja oftmals, ich sage jetzt mal, von 9 bis 5 genutzt. Da brauche ich nicht morgens um 6 schon heizen und bis abends um 10. Ist unnötig. Also Sie sehen, jedes Zimmer hat eigentlich eine eigene Dynamik, die Sie mit Ihrem Handy ganz bequem vom Esstisch aus steuern können und damit bares Geld sparen. Und Carsten hat gerade was gesagt, sofort lieferbar. Und das hatten wir vor 3 Wochen schon mal, aber das hält dann nicht ewig, weil dann ist ruckzuck wieder ausverkauft. Ja. Und auch hier war die Vorbestellmenge so groß, dass wir sagen können, jetzt im Moment, und zwar genau jetzt, sind alle unsere Anlagen oder Thermostate lieferbar. Aber das wird auch dieses Mal nicht mehr so lange sein, weil viele, viele stellen eben oben auf programmierbare Thermostate. Das macht ja auch Sinn. Also Monika war in unserem Kreise die Erste, die gesagt hat, Mensch, das mache ich zu Hause mal. Ja, auch bei uns haben wir mitunter schon mal wechselnde Zeiten. Da kommt bei dir mitunter auch noch mal Sport am Abend dazu. Da muss natürlich nicht ganz einfach geheizt werden. Jetzt hat Monika die Möglichkeit, diese Heizkörper-Thermostate auch von unterwegs ganz einfach zu steuern. Und wenn Sie die Möglichkeit auch nutzen möchten, tun Sie das bitte. Hier im praktischen 6er-Set, natürlich mit dem Zugang zum Internet, dem sogenannten Gateway, für 208,99 € mit der ZX5281 und der 569. Und nochmal bitte, wir hatten es mal in einer anderen Sendung schon vor 1-2 Wochen mal. Mir ist also noch nie begegnet, dass irgendetwas, was teurer geworden ist, irgendwann wieder deutlich gesenkt wurde. Ja, das sagt mir der gesunde Menschenverstand. Deswegen werden Sie nicht nur in diesem Winter, sondern auch in den Folgewintern wahres Geld sparen können. Denken Sie auch da mal in Ruhe drüber nach. Natürlich sind die Gerätschaften mit Batterien zu bedienen. Deswegen ist es wichtig, dass man vielleicht auch da mal einen passenden Satz Batterien dazu bestellt. Doppel-Arm 20er Sparpack hier für 7,59 €. Macht einfach Sinn. Genau, also natürlich ist in den Thermostaten ein Elektromotor drin, kleiner, der mit 2 Doppel-A-Batterien pro Thermostat betrieben wird. Deshalb macht es Sinn, diese Doppel-A-20er-Packs mitzubestellen. Und Doppel-A, also diese Größe, ist, glaube ich, die meistverwendete in Haushalten für Wagen, für Uhren, für Spielzeuge und sind diese Batterien notwendig. Deshalb schadet es nicht, sich da ein bisschen Vorrat anzulegen. Mit einem 20er-Set geht das perfekt. Ja, 7,59 € bitzig. Ja, also wenn Sie nicht der Erste, der auch gerne ein zweites oder ein drittes Mal zugreift, um einfach mal einen vernünftigen Vorrat an Batterien zu Hause zu haben. Wir haben übrigens nicht nur die Doppel-A-Batterien, sondern natürlich auch die Triple-A-Batterien und andere entsprechende Batterientypen für Sie im praktischen Sparpack im Programm. Jetzt zeigen wir Ihnen, weil sie eben passend sind für unsere Thermostate, natürlich die Variante Doppel-A mit der PX1569 und die 569. Jetzt können Sie so viel Heizungskosten sparen, wie Sie möchten. Allen voran sollte eine Aktion stehen, und das ist das Entlüften Ihrer Heizkörper. Je mehr Luft im Heizkörper ist, desto mehr müssen Sie den Heizkörper quasi nach oben pushen, damit er eine Heizleistung abliefern kann. Deswegen sollte in einem Heizkörper möglichst keine Luft drin sein. Ich kenne das immer mit so einem kleinen lästigen Schlüssel, wo man sich immer die Tapete und den Teppichboden mit versaut hat. Da haben wir eine deutlich praktischere Variante hier. Ja, und zwar sehen wir es ganz, also mit Auffangbehälter. Ja. Und Entlüften ist ganz, ganz wichtig. Der ein oder andere hat schon mal gesagt, oh, meine Heizung gluckert. Nein, die gluckert nicht, die verschwendet Geld. Ja, natürlich ist dieses Geräusch da und das spricht für Luft. Und jeder weiß, man soll mindestens einmal im Jahr zu Beginn der Heizperiode alles entlüften. Aber das ist oftmals nicht so ganz einfach, je nachdem, wo der Heizkörper angebracht ist, da hinzukommen, ohne Sauerei zu machen, weil man muss die Schraube aufdrehen, bis die Luft entwichen ist und Wasser fließt. Und das muss man ein bisschen fließen lassen, dann dreht man die Schraube wieder zu und dann ist die Heizung entlüftet. Also eigentlich nicht schwer, aber unter Umständen eine Sauerei. Hiermit keine Sauerei mehr, weil Sie sehen da oben das Blaue, das ist der Schlüssel. Genau den brauchen Sie zum Entlüften und der Rest ist der Auffangbehälter für die Flüssigkeit. Also keine Sauerei mehr, keine Umstände mehr. Es ist in der Bauweise sehr dünn, sodass es auch an engen Stellen an den Heizkörper passt und ist unbedingt notwendig. Viele Experten sagen, man spart mit dem Entlüften auch hier wieder bis zu 20% der Energie. Und Sie sehen, das ist ja immer auf der anderen Seite, wie das Thermostat ist. Und hier kommt jetzt natürlich Wasser raus. Ja? Man setzt das so an, dreht es auf und zwar so lange, bis es zischt. Und irgendwann fließt nur noch Wasser. Mhm. Das Zischen hört auf, dann dreht
man wieder zu. Und dann hat man das Wasser, das auch noch ziemlich schmutzig aus der Heizung kommt, hier drin. Und das leerst du jetzt einfach über dem Ausguss aus. Und so machst du Heizung für Heizung. Ein-, zweimal im Jahr reicht vollkommen. Oder wenn eine Heizung gluckert mal, dann weiß man, da ist Wasser drin, dann machen sie es ein neues. Also alle Heizkörper in ihrer Wohnung einmal entlüften. Aber ich glaube, einfacher als mit diesem Entlüfter kann es gar nicht gehen. Definitiv nicht. Habe ich gemacht. Ich auch. Ja, vor zwei, drei Wochen oder was habe ich mir mal so ein Ding mitgenommen, dachte mir, guckst du ganz einfach mal. Also zuerst kam logischerweise Luft und irgendwann merkt man, das hört man ja, wenn dieses Wasser auf dieses Kunststoff trifft, dann dreht man es wieder ab und der Heizkörper ist entsprechend entlüftet. Seitdem gluckert es auch nicht mehr und seitdem liefert auch meine Heizung die volle Heizleistung, die ich bei mir zu Hause haben möchte. Ein sehr, sehr nützliches Utensil und vor allen Dingen sehr günstig zu haben, haben wir hier bei uns im Programm im Preishit bei pearl.de. schon zu haben bei uns für 6,64 Euro im TV-Sonderpreis mit der NX 9070 und die 569. Jetzt lieferbar alle Thermostate. Sparen Sie bares Geld.